Beide Seiten haben 100% gegeben und auch nochmal so ein abgefälschtes Ding dann, wo ich irgendwie Glück habe, dass ich am höchsten komme und den Ball noch reinhaue und der Torwart war auch noch dran, glaube ich. Also das ist, stimmt schon, dass es auch zum Spiel passt irgendwo und ich bin einfach nur glücklich, dass es geklappt hat. Was soll ich dazu groß sagen? Ne, wir führen meiner Meinung nach verdient 2-0. Holzwicke, da hat gut mitgespielt, aber jetzt nicht die zwingenden Dinger gehabt, um das Spiel hier zu gewinnen, geschweige denn hier einen Punkt zu holen. Wir waren auch nicht so stark wie jetzt die ersten beiden Spiele, sage ich mal, oder wie auch letzte Woche, haben uns auch ein bisschen schwer getan im Kombinationsspiel und machen dann 2 Tore, kriegen kurz vor Halbzeit 11 Meter, ist natürlich auch so ein Dosenöffner, sage ich mal, und spielen das gut, machen guter 2-0 direkt vor, nach dem Pausenpfiff wieder und können am Endeffekt aber auch am Ende noch froh sein, dass wir das Spiel nicht verlieren mit der letzten Aktion, wo der Ball nur die Latte streift, sage ich mal. Es war auf jeden Fall ein sehr emotionsgeladenes Spiel mit sehr viel Torszenen, Zweikämpfen und Herzblut. Was so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist während der 90 Minuten, war so, ich sag mal, technisch und Kombination, aber das war auch nicht zu erwarten in dem Spiel von vornherein. Von daher sind wir gut ins Spiel gekommen. Haben in der ersten Halbzeit in meinen Augen auch das leicht bessere Team gestellt. Bezeichnend allerdings fürs ganze Spiel ist so die, ich sag mal, 43. bis 47. Minute, wo der Gegner dann, sag ich mal, guten Konter spielt und der Spieler Buasca von uns ins Leere grätscht, der den Ball in die Mitte spielt, aber sehr, sag ich mal, in meiner Flucht war da definitiv keine Berührung zu erkennen. Der Schiedsrichter gibt 11 Meter, okay, schwer zu entscheiden, aber unglücklich für uns, 1-0, hat der Gegner halt gut gemacht. Theatralisch gut gemacht. Also wir hatten nicht unbedingt viel Glück mit dem Gespann heute, haben an uns geglaubt, machen das 2-2 und müssen halt in der letzten Minute das 3-2 machen, aber so ist Fußball. Ich denke, in der ersten Halbzeit ein sehr zerfahrenes Spiel gesehen, ohne wirklich viele gelungene Aktionen. Die Bälle waren schnell wieder weg, viele lange Bälle, ohne Spielfluss, ohne Kreativität, vor allem auch bei uns. Ich sag mal, Holzwicke, der hatte sicherlich mehr Spielanteil, aber auch ohne die großen Torchancen. Und mit unserer ersten gelungenen Aktion, wo wir dann auch in den Strafraum eindringen kommen, gibt es dann den Elfmeter, den wir dann verwandeln. Psychologisch eigentlich ein guter Zeitpunkt, genauso wie das 2-0 direkt nach der Halbzeit. Und danach haben wir das Spiel nur noch, beziehungsweise das Ergebnis nur noch verwaltet.